Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, es geht wieder viel ab hier. Neue Leute kommen und gehen und ich werde vielleicht mal kurz in Einstellung des Radio ein bisschen runterstellen. So. Habe ich jetzt umgestellt oder hätte ich auf OK klicken müssen? Ah! Vergesst es nicht mal. Ich denke, er speichert sich das. So, okay. Neue Mitarbeiter sind angekommen. Abreisen, ankommende Touristen, ankommende. Was macht der? Achso, die laden jetzt wieder die goldene Ressource ein. Aber mittlerweile haben wir wieder relativ viele Mitarbeiter. 3 Obdachlose, 2 Obdachlose? Warum haben wir Obdachlose? Achso, der fliegt mit dem jetzt wohin, oder? Nutzlast und der fliegt zu unserem außenstehenden Dom hier. Jetzt haben wir keine Obdachlosen mehr. Cool. Und nur noch 60 freie Arbeitsplätze. Das ist doch genial. Wir produzieren tonnenweise Metalle. Die Atmosphäre verstärkt sich immer und immer weiter. Die Temperatur auch. Wie schaut es mit der Forschung aus? Anbau ohne Kuppel. Anbau ohne Kuppel, marsianische Arakonale. Shuttle-Tempo wird erhöht. Vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht gar nicht. Mohul Mine. Kann ich mittlerweile bauen. Die Frage ist, wo sollte man die hinbauen? Ins Originalgebiet? Braucht die Mitarbeiter? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier so eine. Das muss ich jetzt kurz ausfinden, ob jetzt bloß nicht angezeigt wird oder ob das so gehen würde. Da gibt mir kurz Metallextraktor. Da sagt er nö. Jetzt benötigt die Kolonisten um. Und ist zu weit von einer Kuppel entfernt. Aha. Also muss die nicht in der Nähe aufgestellt werden, oder was? Ich hätte die nicht gern hier platziert, irgendwie so. Und ich würde jetzt gerne mal diesen depperten Roboter fahren lassen, eigentlich. Safari-Route löschen, bewegen und migrieren. Ach, ich habe nicht so viele Touristen, kann das sein? Deswegen. Jetzt habe ich wieder 3 Raketen hier. So, und du gehst wieder auf Rückreise. Vielleicht sollten wir doch mal eine Hotelanlage bauen. Kann ich rein theoretisch hier eine Kuppel anschließen? Unebenes Terrain, sagt er mir hier. Könnte sein, dass hier unebenes Terrain ist. Unebenes Terrain. Dann könnten wir nicht hier ganz gemütlich das Ganze anschließen. Das würde ich machen. Dann gehen wir mal aufs Ebenenwerkzeug. Ebnet mir mal hier das Dreieck. Die will ich aber gern behalten, ganz ehrlich.
Sollte jetzt nicht die große Schwierigkeit sein. So. Das ist eine Mikrokuppel. Funding received. Das ist wieder die kleine Trigon-Kuppel. Ja, wo ist es denn uneben? So, jetzt hat. Mal wieder eine große Kuppel, die wir hier bauen. Da können wir nicht auch mehr Forschung. Da machen wir jetzt mal ein bisschen so ein, vielleicht so eine wirkliche Touristenwelt rein. Das könnte ganz cool werden. Und dann tun wir vielleicht nach da hinten die... Oh, es ist giftigen Regen zu rechnen. Terraforming-Fortschritt. Durch die Anreicherung der Mars-Atmosphäre mit potenten Treibhausgasen bilden sich bald auch natürliche Niederschläge. Niederschlag, Regen. Zunächst werden diese Niederschläge durch das ausgewaschenen Gase giftig sein, aber sobald sich die Qualität der Atmosphäre verbessert, wird echter Regen fallen. Giftiger Regen schädigt jede Pflanze, die versucht, im mageren Marsboden Halt zu finden, und verschlechtert die Bodenqualität noch weiter. Wo nichts wächst, entstehen giftige Teiche. Diese können allerdings von Drohnen beseitigt werden. Reiner Regen ist hingegen sehr zuträglich zu allen Pflanzen. Bedeutet... Was? Wo ist Stromnetz durchtrennt? Zwei Schäfte vorkommen. Und dann... Abreißen und abreißen bitte. Dann tun wir die nächste Anbaustelle jetzt mal direkt an. Wo ist denn der Scheiß wieder? Wo finde ich? Das Zeichen verwirrt mich jedes Mal wieder. This is Mars Vision Radio, your broadcaster of the Mars Vision Song Contest. I'm your host Edward. Next in our line of contestants is a vocal so. Resources are low. So, schauen wir mal. So, Lagerbestand niedrig. Schon wieder Spacewire-Werbung. Ja, so gut sind wir jetzt auch nicht. So, der arbeitet wie irre. Handeln. Wir schicken 50 gegen 300. Nee, das lassen wir mal fürs Erste. So, 27 Geldmittel von zwei Bewerbern. Komm, das muss jetzt langsam werden hier. Zack, zack, Leute. Zack, zack. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht direkt noch einen weiteren Carbon-Prozessor bauen. Den ich ja eigentlich bräuchte hier. Ich bräuchte eigentlich hier noch einen zweiten Carbon-Prozessor. Ich baue jetzt trotzdem noch einen. Und hole mir eine Rakete zurück. Mit Metallen. Und tue gleich noch eine zweite Frachtrakete mit 50. So. Oder vielleicht, ach komm, nochmal mit einer Frachtrakete. Aktuell schauen wir überall sehr gut sonst aus.
Dadurch, dass das sonst relativ günstig ist, sollten wir super hinkriegen. Hier haben wir auch noch viele Ressourcen. Hier kriegen wir auch kein Metall her. Aha, schön. Schön, du. Das ist doch wieder alles grandios. Aber wenn wir genug kriegen, dann tun wir einen Shuttle gleich hier dann landen lassen, damit das fertig gemacht wird. Und dann tun wir zwei Shuttles unten landen lassen. Dann sollte das eigentlich gut klappen. Weil die brauchen alle Metalle. Also ich weiß nicht, warum unser Metallvorrat so schlimm hinterherhängt. Wie viel produzieren wir? 55. Bitte, ja, wie schön kommen, hä? Knapp ist es. Wie viel produzieren wir davon? 39, aber auch nicht genug eigentlich. Eigentlich bräuchten wir so ein Mohole Project. So. Eine mit Nutzlast, zweite mit Nutzlast und die dritte kommt auch unter mit Nutzlast. Resources are low. Ja, das ändern wir gerade. Jetzt gerade kommt eine Tonne. Colonists are departing. Touristen. Wollt ihr das nicht mal fertig machen? There are Earthsick colonists. Ja, das ist direkt der Junge hier. Na, schau her, jetzt kommt der. Und die holen sich wahrscheinlich auch ein bisschen was. Wir geben gleich hier auch nochmal ein Lager auf. Und natürlich noch ein spezialisiertes Depot für, nein, für nicht Metall, sondern für Beton. Dann sollte das alles relativ easy gehen. Wenn der fertig ist, ist es natürlich noch geiler. Haben die mittlerweile? Ne, haben sie natürlich nicht. Ich hab gedacht, es stand auf der Liste, die abzureißen. We have a food shortage. Hier ist ein riesen Essensladen. Geht futtern! Ja, ja, richtige. Super, perfekt. Was war denn das jetzt? Wo ist der? Wo ist der Hunger, Depp? Geh raus, da ist ein Laden. Kuppel ohne Lebenshaltung. Er macht. Achso. Die hat noch keine Lebenshaltung. Anschlüsse bekommen. Ja, natürlich. Was ist das für ein großer Wassertank? So. Und dann noch ein Stromkabel. Dann sollte das schon mal passen. Und dann kommt dann noch die. Wo ist denn der? Wieder bei den Dingern hier. So, und drüber kommt natürlich ein Übergang, muss auf einem kompletten Durchgang gebaut werden, weil er noch nicht fertig ist, ja natürlich, aber der ist in 2 Sekunden fertig. Schau, was wir jetzt designen können, für ein paar Hotelgäste. Na komm, baut's fertig. Es ist ja quasi fertig. Kommt.
spawnen die so lange? So nur ein Durchgang. Mehr ist es nicht. Das ist keine große Maschine. Oh, diese Schläfer. Kommt schon. Dann können wir an dem rumbauen. Starten. Auch starten. Und dann schon mit der Reise kriegen wir schon wieder das ganze Geld zurück, was wir mit den Raketen eigentlich gemacht haben. Also von daher. Schauen wir doch mal, wie viel wir jetzt hier generieren können. So, jetzt ist das fertig gebaut. Dann bauen wir jetzt mal das hier bitte. Dann ist es nicht auch fertig. 1,6 bedeutet eigentlich, dass es Zeit läuft. Genau, perfekt. Wir haben gleich mal 30% der Atmosphäre erreicht. So, jetzt schauen wir noch unter Terraforming jetzt hier. Treibhausgasfabrik, was ist die noch? Für die Temperatur. Du bist für das zuständig. Aufforzung. Kernwärmekonverter. Ja, den haben wir leider nicht. Dafür muss ich erst Kernwärme. Kernwärmereaktor. Verbessert schrittweise die Temperatur auf dem Mars, verbraucht Wasser. Wir hatten ja nie wirklich Wasserprobleme oder so. Nee. Wie Wasserprobleme? Hatten wir nie. Das hätte ich gerne. Wasserverbrauch um 50% reduziert. Lagerkapazität von Wasser, Sauerstoff und Strom wird um 50% erhöht. Ist auch gar nicht schlecht. Und Büsche und Bäume bräuchten wir dann auch noch. So, jetzt haben wir die neue Anlage hier. Auf jeden Fall müssen wir hier eine Ecke freilassen, damit wir rein theoretisch hier noch eine weitere Anlage bauen können. Wir können den Krankenhaus hier natürlich reinsetzen, aber es ist eine Hotelanlage. Kindergartenstätte, Forschungsuniversum. Irgendwo war doch dieses giftige Reden in 3 Sols, 3 Stunden. Schön. Da kann jetzt ein Diner hin. Da muss doch auf jeden Fall noch ein Lebensmittelgeschäft hin. Das ist auch nicht schlecht. Sanatorium. Also hier kann ich Sachen reinbauen, okay? Klinik, WHS, verwendet 70% des verbrauchten Wassers innerhalb der Kuppel. Schulspitzel fördert mit Hilfe moderner. Zwei neue Planetenanomalien. Das finde ich cool. Gab's nicht ein Hotel? Bin ich blöd? Hier gab's doch mal ein Hotel. Quartier, Wohnanlage, Apartments, intelligentes Haus, intelligente Anlage, Senioren, intelligente Apartments, Kindertagesstätte, große Kindertagesstätte, Schule, Forschungslabor, Olympus Hotel. Jetzt
So machen wir das jetzt mal. Dann gibt es noch Parks. Dann hätte ich gerne mal... Wir verwandeln das einfach in ein volles moderne Gerät hier. Intelligente Apartments noch. Das wird jetzt das Neueste und Modernste, was wir hier haben. Also wir haben gesagt, es gibt zwei neue Planetenanomalien auch. Hier. Ferngesteuerte Safari. Neue Technologien. Expedition aussenden. Schicken. Löscht deine Route, fliegt mit dem mit jetzt. Wo ist die andere? Hier. Botaniker 4 Ressourcen. Expedition aussenden. Go, 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 go. Währenddessen bauen wir hier die neue Hightech-Anlage. Dann hätte ich aber auch ein Forschungslabor hier. Weiß ich ja nicht fischen. Resources are low. So. Ja, Eisen wird jetzt natürlich wieder low von dem Ganzen, was wir hier machen. Und von was wir hier machen, ist ja eigentlich auch nicht wiederum gut. Reduziert ist der Wahnsinn. Okay. Waren das jetzt schon die, oder was? Die kehren schon zurück, Wahnsinn. Stinkende Steine. Bei einer planetaren Routineerkundung wurde ein großes Vorkommen an Atozinit entdeckt. Mineral enthält Calciumfluorid und Spuren von Uran-238. Es ist wunderschön violett, leicht radioaktiv und es lässt dein Büro erbärmlich stinken. Wichtig ist jedoch, dass es, wenn es zermahlen wird, Gase in die Atmosphäre freisetzt, die den Treibhauseffekt auf dem Mars vorantreiben. Was wir tun müssen, ist Sprengsätze zu platzieren und das in die Luft jagen. Schaltet eine Explosion für 2 und löst Staubsturm aus. Du hast gedacht, dass dein Job stinkt, schicken wir einen Geologen. Schaltet eine größere Explosion für 2 frei, löst Staub aus. Warum nur halbe Sachen? Setzen wir eine Atomrakete ein und eskalieren. Voll. Ach, scheiß drauf. Wir machen genau. Holy shit! Leute, reparieren! Research complete. Hups! Repariert die Anlagen! Kümmert sich jemand um das Leck, bitte? Leute, wir haben noch ein Leck. Wir haben hier noch ein Leck, Leute. Repariert das jemand? Kein interessiert, dass wir ein Leck haben. Leck entdeckt. Wie viel verlieren wir? Hier ist einer noch ein Leck, aber es interessiert keinen, glaube ich. Irgendwie. Oh, die Aerodynamik ist down. Shit. Brauchen wir eigentlich noch die Kabel? Nee, ne? So, haben wir schon mal ein Leck entfernt. So, brauchen wir noch ein Leck. Oh ja, okay, die sind natürlich scheiße. Wir verlieren aber auch tonnenweise. Kann der Staubsturm vorbei sein, bitte? Wir haben sehr viel Leben Sachen durch drin. Shit. Ja, das ist, aber es hat geholfen. 40% schon. Das Problem ist, dass in der Zeit meine Aerodynamik down ist. Also so ziemlich alles, was ich brauche. Und wenn wir keine Metalle haben, stehen wir ganz schlecht da.
Wir können wir den Schockstimmen nicht landen. Ja, super. Hier arbeiten sie aber noch fröhlich, hä? Dann können wir noch besorgen gehen. Dann besorgen wir mal ein paar Raketen noch. Starten. Nächste Passagierrakete starten. Lass den Staubsturm vorbei sein. Ich habe riesen Lecks. Ist ungut. Staubsturm vorbei? Jetzt hat. Okay, los geht's, Leute. Los, 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 los. Unsere Raketen auch wieder landen. Transporter 1 und Transporter 2. Wie fährt er dabei? 40 Passagiere und 26 Metall. Das ist doch schon cool. Metall ist eh das, was wir gerade brauchen. Jetzt müssen nur noch die ganzen Lecks bitte gelöst werden. Warum bringen die Benzin wohin? Wir haben fettes Mal. Okay, er löst es schon. Okay. Das wurde schon wie scheint gefixt. Das noch nicht. Oh shit, da. Das ist die Stelle, wo ich natürlich keine Maschinen habe. Giftiger Regen. Es regnet, Leute. Ich kann so, oh, blöder Regen und hin und her. Aber stimmt, es regnet. 4 Kabelfehler. 4 Rohrlecks. Wie viel gibt es noch? Also sind die schon alle behoben mittlerweile. Weil das aktualisiert sich nicht. Also haben wir nur noch das, oder was? Holy shit, schaut das aus. So, runter mit euch. Ab in die neue Kapsel. Mit Casino sogar. Neckt. Die wollen in eine ganz andere Welt rein, what? Gut, die forschen schon mal. Oh. Kann ich das bei unserem anderen Forschungszentrum auch machen? Das habe ich schon gemacht. Okay. Ich werde hier auch nochmal eine zweite Schicht jeweils eröffnen. Dann werde ich noch. Intelligente Häuser hier reinbauen. Also wirklich, das soll das Hightech-Gebiet jetzt werden. Kriegt eine Sicherheitsstation von mir. Und dann dazu noch. Krankenstation, Krankenhaus ist zu groß, ist scheiße. Krankenstation wenigstens noch. Eigenschaft Spieler. Okay. Okay. So, die sind fast wieder voll, die werden voll beladen jetzt wieder. Damit sie wieder Geld mit nach Hause nehmen. Wie viele Touristen haben wir denn aktuell eigentlich? Touristen haben wir. Lass mich raten, der ist da schon Ewigkeiten wahrscheinlich drin. Wir haben immerhin mittlerweile giftigen Regen, aber er tut natürlich wiederum
unserem ganzen Pflanzenfortschritt hier weh, wenn man sich anschaut, ne? Das schaut mir so nach dem ganzen Regenzeug aus, das Schwarze jetzt hier. Resources are low. Welche Ressourcen? Ah ja, Metall mal wieder, wie immer halt, ne? Aha, wir haben viel zu wenig Metalle. Ja, das können wir gleich wieder ändern. Start. Start. Dann holen wir Frachtrakete mit nochmal 100, 150 Metallen daher. Keine Rakete verfügbar. There are Earth-sick colonists. Euch schicke ich auf Klauaktion, ganz ehrlich. Verdeckte Operation. Technologien stehlen. Meteor shower incoming. Och nö! Technologie stehlen. So. So, zwei Raketen fliegen zurück. Zwei sind auf Mission, einer kommt mit Metall. Das ist schon mal gut. Dahin haben wir auch noch Metall. Aber schick hier. Aber irgendwo muss doch bestimmt stehen, wann wir Regen bekommen, oder? Kältewelle, Gesteinsabfälle. Nö. Katastrophen. Spielmechaniken. Nee. Terraforming, ja, wann ist denn Regen? Habe ich noch eine? Ja, natürlich rausgeschmissen mittlerweile, ne? Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. Wasser. Leute, das haben sie jetzt gemacht, was ich jetzt erforschen wollte. Ich glaube, dann sollten wir. Es kostet 18.000, es kostet 20.000. Lassen wir uns auch erstmal die Meteoritenverteidigung machen lassen. Dass wir dann das machen können. Traumrealität. Na gut, Leute, aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.